Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Exhibition Video. Diesmal ein etwas anderes Video. Ihr merkt, dass das Video ein bisschen anders aufgebaut ist. Und zwar spreche ich über ein aktuelles Thema, was ich auch vorgezogen habe. Und zwar kam gestern die Nachricht, dass Virgil Runnels, viele bekannt auch als The American Dream, Dusty Rhodes, verstorben ist. Für mich persönlich, ich glaube, ich spreche mal gleich drüber. Ich lese erstmal den Kommentar vor, was dazu passend ist. Und zwar hat Lukas Ricomania geschrieben: Kannst du mal bitte mit den Rhodes Brothers gegen The Shield spielen und über den plötzlichen Tod von Dusty Rhodes reden? Und was du von ihm gehalten hast. R.P. Dusty, Legend will never die. Machen wir mal. Ihr merkt schon ein bisschen, dass es ein bisschen schwierig ist, darüber zu sprechen. Ich weiß zu meinem Zeitpunkt noch nicht, woran er gestorben ist. Also der Todes... Also woran die Todesursache ist zu meinem Zeitpunkt nicht bekannt. Also wenn ihr es schon wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht weiß ich es auch zu dem Zeitpunkt auch wieder. Ich nehme es gerade 11 Uhr abends auf. Deswegen, also zu meinem Zeitpunkt weiß ich es noch nicht. Was der offizielle Todesursache sind natürlich Gerüchte und so weiter. Ich kann auch noch gleich was sagen, was der Dave Metzer geschrieben hat. Ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht. Also ist jetzt nur, geschrieben, also nicht offizielles, würde ich mal sagen. Deswegen, ich spiele es mit Cody Rhodes und Goldust gegen The Shield, Roman Reigns und Dean Ambrose. Gut, ich werde jetzt auch nicht so viel auf das Match eingehen, vielleicht ein bisschen, aber ich werde jetzt nur darüber sprechen. Wann habe ich das so ungefähr erfahren, kann ich mal so ein bisschen erzählen. Und zwar habe ich das eigentlich durch diesen Kommentar tatsächlich erfahren. Also, ich kam eigentlich nach Hause, hatte ich eigentlich einen guten Tag gehabt. Und dann habe ich die Kommentare durchgelesen, auf einmal sehe ich da so... Kannst du mal drüber Cody Rhodes und Shield und so weiter und dann über den Tod von Dusty und ich dachte so, was? Was ist jetzt passiert? Ist er gestorben? War meine erste Reaktion. Also ich dachte mir, was ist denn jetzt los? So auf einmal, und dann guckte ich mir im Internet durch und auf einmal so, oh. Nee, ist das jetzt wirklich passiert? Und dann bin ich auf WWE.com gegangen und hab das dann auch dort gelesen und dachte ich mir so, ach du Scheiße. Das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Warum wechselt der nicht ein? Na egal. So. So, jetzt kann ich. Gut. Habe ich so eigentlich erfahren durch den Kommentar und habe ich mir durchgelesen und ich war geschockt. Aber ich muss dazu sagen, ich war jetzt nicht so krass geschockt, wo ich jetzt weinen müsste. Ich würde mal sagen, wenn das jetzt beim Undertaker passieren würde, oder wenn der Undertaker jetzt, sagen wir mal, stirbt, was ich nicht hoffe, beziehungsweise nicht so schnell, ich hoffe, er bleibt lange erhalten, wäre ich, glaube ich, viel mehr geschockt und beziehungsweise auch traurig und ich würde, glaube ich, auch weinen, weil er halt mein Favorite ist, ist klar, denke ich mal. Also, sagen wir so, persönlich habe ich jetzt nichts mit ihm zu tun gehabt, mit dem Dusty Rhodes, aber, sagen wir so, er war super, ich mochte ihn sehr. Was er auch im Wrestling geleistet hat, ist einfach klasse. Und ja, deswegen bin ich schon traurig über die Sache und auch geschockt, weil das so plötzlich kommt, weil Dave Metzer meinte auch so, dass er sich in den letzten Tagen relativ fit und sportlich gefühlt hat. Er ist ja auch 69 Jahre alt geworden. Also, so alt war er bis, ne? Ihr wisst schon. Und ja, da meint er auch so, dass er dann auf einmal ins Krankenhaus musste und dann seine Nieren und so versagen haben und dann letztendlich gestorben ist. Also die offizielle Todesursache ist nicht bekannt. Deswegen, also wie jetzt letztendlich gestorben ist, kann ich, wie gesagt, nicht sagen. Also wenn ich die Todesursache weiß, werde ich dann in die Videobeschreibung, nicht Videobeschreibung, sondern in die Kommentare schreiben.
Oder wenn ihr es schon wisst, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich offiziell weiß, wie woran er gestorben ist. Also, ich werde nicht auf Gerüchte verlassen, wie er gestorben ist, sondern wenn es offiziell ist für mich. Also, wenn ich sehe, okay, es ist offiziell bestätigt, woran er gestorben ist, dann kann ich es gerne schreiben. Aber, naja. Er ist schon jung verstorben, kann man sagen. Okay, was wollte ich sagen? Genau. Dusty Rhodes, war ja ein Wrestler vorher, also in den 80ern, 70ern, war der American Dream. War sehr beliebt in Amerika und natürlich, er war einfach genial. Er war im Ring genial, er war im Mic genial. Ich fand ihn einfach super. Und ja, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, ihn zuzuschauen. Also ich habe mir ein bisschen was von früher angeschaut. Gerade auch die Survivor Series 1990, wo er halt mit dem Undertaker ein bisschen in der Rangelei war, das habe ich auch gesehen. Kann man auch noch sagen dazu. Er war oft dafür verantwortlich, soweit ich das weiß, auch über das Undertaker-Gimmick. Er hat das erfunden. Er hat zum Beispiel das Gimmick auch von Bray Wyatt erfunden, wo Bray Wyatt damals Husky Harris war und dann mit Dusty Rhodes zusammengesetzt hat und dann dieses Gimmick, was ich sehr gut finde von Bray Wyatt, wenn man es halt besser darstellt und präsenter und so weiter macht, ne? Ja, er hat zum Beispiel vom Undertaker zum Beispiel das meiner Meinung nach beste Gimmick, was es je gab. Und ich einfach froh bin, dass der mein Liebling ist. Und ja, eine Legende ist, Future Hall of Famer. So. Gut. War's das schon? Lol, das war schon. Okay. Wie gesagt, also er war im Ring genial, er war außerhalb genial und alles. Er war ja bei der WCW und WWE, ist ja zweifacher Hall of Famer, sowohl bei der WCW 1995 und bei der WWE 2007 wurde NWA Champion. Also er hat viel erreicht, meiner Meinung nach. Er war zwar noch nicht WWE Champion, auch nicht WCW Champion und so weiter, aber okay. Natürlich, was er hinter den Kulissen gemacht hat, also er war dann halt als Booker. Zuletzt bei NXT war er als Booker tätig und man merkt ja auch, dass er auch gut gebookt hat. Also er ist, glaube ich, NXT Booker, ich bin mir nicht ganz sicher. Und natürlich auch für Gimmicks verantwortlich. Ich habe auch mir den Text von Sami Zayn und Kevin Owens, die sie gepostet haben bei Twitter, mir durchgelesen. Das kann ich mal gerne in die Videobeschreibung verpacken. Was sie über Dusty Rhodes geschrieben haben, fand ich sehr cool und sehr schön. Und kann man sich auch mal durchlesen. Sehr interessant, was so Kevin Owens und Sami Zayn geschrieben hat. Zum Beispiel hat Dusty Rhodes die NXT Guys immer genannt. Ja, das sind meine NXT Kids. Fand ich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Auch sehr cool. Und ja, man merkt auch, dass Dusty Rhodes ein guter Mensch war. Also es haben viele geschrieben. Ich kann jetzt persönlich nicht über ihn urteilen, weil ich ihn halt nicht persönlich kenne. Obwohl ich sagen muss, ich hätte ihn schon gerne mal persönlich getroffen. Muss ich sagen, so einer. Auch den Undertaker natürlich, aber auch so ein Dusty Rhodes hätte ich gerne auch mal persönlich getroffen und einfach mal mit ihm geredet und so, weil man merkt einfach, wie viel der Ahnung von Wrestling hatte, was der alles gemacht hat und was der alles geleistet hat, ist einfach genial. Sein letzter TV-Auftritt war bei Fastlane, beim Match bei Goldust gegen Cody Rhodes, wo er halt ein bisschen beim Fernseher stand Backstage und dann noch dieses Segment mit Cody Rhodes, wenn man überlegt, was die letzten Worte von Cody Rhodes waren. Ja, bisschen traurig, aber gehört halt zur Storyline. Das war bei Paul Bearer auch nicht anders, als er von Kane in so ein Kühlhaus reingebracht wurde. Das war auch sein letzter Auftritt damals. Wie gesagt, also war halt zuletzt zu sehen und da sah er auch fit aus. Da sah er fit aus und ja, da hat man nicht ahnen können, dass er tot ist. Das hat eigentlich keiner damit gerechnet und auf einmal so, ja, muss ein Schock gewesen sein. Auch gerade auch für Goldust und Cody Rhodes müsste es auch ein herber Schock sein, dass es passiert ist. Weil es halt ihre Kinder sind und natürlich ihren Vater geliebt haben.
Jetzt sagen manche, Stardust liebt doch seinen Vater nicht und so weiter. Leute, das ist ein Gimmick. Müsst ihr auch mal daran denken. Und das müsste auch ein herber Schock sein. Ich glaube auch, also Goldust ist ja verletzt, also er wird wahrscheinlich bei Raw jetzt nicht Match bestreiten, außer er ist wieder fit. Stardust, ja, ich empfehle der WWE, dass sie erstmal aus den Shows schreiben, weil Stardust und Goldust haben momentan keine relevante Rolle und ich finde, dann sollte ich ein bisschen trauern lassen, weil seinen Vater zu verlieren ist schon sehr, sehr hart. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich meinen Vater irgendwann verlieren werde, was ich nicht so schnell hoffe, wird es für mich auch sehr, sehr schwer verkraften. Und wenn ich auf einer Arbeit bin und so, dann habe ich keine freie, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also, ihr versteht schon, wie ich es meine. Also auf jeden Fall zu Dusty Rhodes. Ich fand ihn super genial. Der plötzliche Tod hat mich geschockt, bin ein bisschen traurig. Ich habe viel von ihm gehalten. Ja, was soll man dazu sagen? Ich bedanke mich, was er alles fürs Wrestling geleistet hat. Er hat auch seinen Teil dazu Er hat seinen Teil dazu beigetragen, was NXT geworden ist, was aus vielen Superstars geworden ist. Hat natürlich einen riesen Anteil. Er hat einfach Ahnung vom Business. Und da kann man sich einfach nur bedanken. Und ja. Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare, könnt ihr gerne mal schreiben und Empfehlung für euch, lest mal euch die Texte von Kevin Owens und von Sami Zayn durch, die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, was ich dazu sagen kann ist, Rest in Peace, Dusty Rhodes, Virgil, Runnels, mit 69 Jahren bist du von uns gegangen, danke. Was du fürs Wrestling geleistet hast. Vielen, vielen Dank dafür und mein Beileid auch an die Kinder, an die Söhne. Und ja, hoffe, dass sie durch die schwere Zeit durchkommen und ja, sich von ihrem Vater oder von Dusty Rhodes sich verabschieden können. Und ja, wünsche denen alles Gute und hoffe, dass sie diese schwere Zeit überstehen. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.